Heute Teil 2 zum Thema Luft im Auflieger. Wir beginnen aber mit der Zugmaschine. Ohne die geht es nicht. Denn der Luftpresser der Zugmaschine produziert die für den Auflieger erforderliche Luft im Luftpresser und leitet sie dann über die gelbe Steuerleitung und die rote Vorratsleitung in die Kessel des Aufliegers. Aber Achtung, bekanntlich, Rot darf niemals alleine stehen. Den lebenswichtigen Hauptverbraucher Druckluftmembranbremszylinder hatten wir in Teil 1. Heute gehen wir erstmal in die Federn. Im Auflieger werden in der Regel Luftfederbälge mit 300 mm Durchmesser verbaut, womit Hubhöhen von 200 mm erreicht werden, beim Megaliner bis 270 mm. Im Wechselverkehrsanhänger dagegen ist der 360er Luftbalg Standard für Hubhöhen bis zu 450 mm. Und für das häufige Anheben braucht es eben viel Kraft und dafür mehr Fläche, ergo 60 mm mehr Balgdurchmesser. Stichwort zweite Fahrhöhe. Wenn du in deinem Fuhrpark Fahrzeuge mit einem 315-70er und aber auch solche mit dem 315-80er Querschnitt im Einsatz hast, dann liegen dazwischen ungefähr 60 mm Aufsattelhöhe. Und wenn du dann bei deinem Auflieger die Möglichkeit hast, mittels eines Drehschalters am Heben und Senken das Dreiachsaggregat um 40 mm anzuheben, dann ist dein Gesamtzug auch noch beim 80er Reifen einigermaßen in der Waage. In England sind sogar Dreiachszugmaschinen mit rund 1250 mm Aufsattelhöhe üblich. Und wenn du dann erstmals die auf der Insel typische C-Kupplung anschließt, hebt sich das Dreiachsaggregat automatisch, so denn diese Option auch programmiert ist. Nochmal zurück zum Thema Bremsen, denn auch hier spielt die Zugmaschine eine gewichtige Rolle. Sie ist der Boss und der Auflieger quasi nur der Hiwi. Denn zunächst werden die Raddrehzahlen in der Zugmaschine reduziert. Und erst dann werden diese Zahlen, diese Werte von der Trailer-ABS mit den eigenen Drehzahlen abgeglichen. Und wenn die beiden Fahrzeuge dann nicht im Gleichklang sind, wird der Bremsdruck in der Zugmaschine nachgeregelt. Stichwort Koppelkraftregelung. Und diese Technik ermöglicht immer eine sichere Bremsenabstimmung zwischen Zugfahrzeug und Auflieger, auch wenn die Fahrzeuge getauscht werden. Aber Achtung, diese perfekte Harmonie muss nach jeder Beladeänderung erst wieder durch zwei, drei gefühlvolle Bremsungen neu justiert werden.